Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Wir wollen gewinnen. Ich denke, das ist der ausschlaggebende Punkt, dass wir zurück in die Erfolgsspur wollen. Es geht in dem Spiel um 3 Punkte und die wollen wir uns holen. Ich denke, die Stärke von Kiel ist auf jeden Fall das schnelle Spiel und ja, auch Stationen zu verlagern, nach vorne zu spielen. Das Angriffsspiel ist sehr, sehr schnell von den Kielern. Und ja, aber wir haben uns die Woche gut darauf vorbereitet und sind für das Spiel gerüstet. Wir müssen halt Toni Süre halt ersetzen, weil er gesperrt ist, aber letztendlich, wir sind sehr froh, dass der Nazim Zengare wieder da ist, dass der Christian Groß wieder halt im Kommen ist, und wir wollen halt mit diesem Personal halt alles versuchen, am Freitag das Spiel zu gewinnen. Die müssen auch Spieler ersetzen und deswegen glaube ich, müssen wir halt einfach aufpassen auf die Offensivabteilung von Kiel. Die sind immer in der Lage, halt mehrere Tore zu schießen, und dann versuchen halt unsere Torchancen zu suchen. Bock stößt man dann um, wenn man wieder erfolgreich Fußball spielt, und das wollen wir jetzt am Freitag machen.